Ja, ihr Lieben, da sind wir zurück im Laderaum und wir haben hier eine Menge unnützes Zeug. Pralinenschachtel, die extra große, ein Teddybär, Haushaltsgeräte, ein Porträt, die Musikbox, Schwimmhilfe, ja, und auch ein Beutel. Und diesen Beutel nehmen wir. Es ist ein Beutel mit Spielgeld. Was für ein Schatz. Hey, da ist ein großer Diamantring hinter diesem Beutel. Ja, und dieser Ring wird uns im Spiel zum Verhängnis. Aber erstmal hilft er uns, indem wir dieses Bullauge damit aufritzen können. Ja gut, was dann passiert, könnt ihr euch vorstellen. Aber Gott sei Dank hatten wir die Schwimmhilfe. Und damit dümpeln wir jetzt an die, genau, an die Oberfläche. Guybrush? Guybrush! Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren. Bist du es auch wirklich? Ja, Elaine. War das ernst gemeint, was du da draußen gesagt hast? Dass ich der einzige Mann bin, den du je geliebt hast? Weißt du, ja, Guybrush, ich glaube, das war's. Elaine, ich bin ein Mann der Tat. Ein Abenteurer, ein Gauner, ein Wanderer. Ein Mann, der seinen Atem 10 Minuten anhalten kann. Mich hält nichts, ich bereue nichts. Ich segle mit dem Wind, wohin mich das Abenteuer führt. Aber irgendetwas bringt mich dann Guybrush, immer wieder zu... halt die Luft an. Elaine, willst du mich heiraten? Oh, Guybrush. Oh. Wally? Du lebst. Aber wie hast du die Explosion überstanden? Ich bin rausgeschleudert worden. Oh Mann, bin ich froh, dass ich nicht angeschnallt war. Wow, Elaine, das nenne ich einen Ring. Danke sehr, Wally. Das ist ein Verlobungsring von Guybrush. Hey, der sieht fast aus wie der große Diamantring, den LeChuck in seiner Schatzkammer hatte. Du weißt schon, der mit diesem fürchterlich grausamen Voodoo-Fluch belegt ist. Naja, aber diesen Ring würde dir Guybrush natürlich nie geben. Egal, ich muss gehen. Hier soll ein Laden sein, wo man sich Tätowierungen entfernen lassen kann, ohne Narben und Flecken. Wir sehen uns zur Hochzeit. Guybrush! Tja, da ist es passiert. Und schon sind wir am zweiten Teil. Ein hochkarätiger Fluch. Jawohl. Oh nein, Elaine? Das wird dir bestimmt nicht gefallen. Gut, nun sind wir auf der Insel angekommen. Haben Elaine, ja, in pures Gold verwandelt. Da freut man sich in der heutigen Zeit zwar drüber, aber zur damaligen leider nicht. Haben wir hier vorne erstmal, das war heiß, ein Stück brennendes Holz, was lustigerweise das ganze Spiel überbrennen wird. Oder glimmen. Ja, was können wir hier sonst noch machen? Hier vorne, oh, ein geheimer Knopf, genau, den können wir mal drücken. Spaßig. Ja. Dann haben wir vorne wilde Hühnchen. Nein. Okay. Dann eben nicht. Dann gehen wir hier einfach mal weiter. Und zwar, wie in allen anderen Teilen, na gut, es gab bisher nur zwei, zuvor auch, ist die Voodoo-Priesterin hier auch wieder ein sehr wichtiges, eine sehr wichtige Person, das wollte ich sagen. Und wo soll sie auch anders leben als wieder im Sumpf? Also bevor wir was anderes machen, gehen wir zu ihr und bebratschen uns mit ihr und... Hier habt ihr ihn bestimmt schon wieder gesehen. Wieder Murray. Ja. Ich bin Murray, der unbesiegbare dämonische Totenschädel. Ich überbringe dir eine Warnung aus den Abgründen der Hölle. Geh nicht weiter in den Sumpf. Kehre um, kehre um. Dunkelheit wird dich umhüllen. ja. Das brauchen wir alles nicht. Ja gut, doch, das ist interessant. Wie bist du denn bis da oben hinaufgekommen? Durch schiere Willenskraft. Ah ja.
Ja. Na gut, es war ein Haufen dieser verrückten Voodoo-Kids. Sie haben mich an der Küste gefunden und hier aufgespießt. Und die ganze Zeit fanden sie das irrsinnig komisch. Soll ich dir runterhelfen? Hilfe? Von euch sterblichen Dummköpfen brauche ich keine Hilfe. Ich bin Murray, der allmächtige dämonische Totenschädel. Okay, ich wollte nur mal nachfragen. Versteh mich nicht falsch. Ich weiß das Angebot zu schätzen. Na dann. Ich würde gern bleiben und ein bisschen plaudern, aber ich muss gehen. So, gehen wir weiter. Und ich denke mal, ich weiß nicht, ob ich es währenddessen oder erst, oder erst danach spielen werde. Monkey Island 2. Auch ein sehr schönes Adventure. Hier nehmen wir einmal die Nadel. Die brauchen wir. Was für eine Erleichterung. Ja, ihn werden wir im späteren Spiel auch noch kennenlernen. Dann brauchen wir den Kleister. Dann, lasst mich kurz überlegen. Hier ist ein Kaugummiautomat. Genau, wir brauchen Kaugummi. Und zwar mit dem Spielgeld. Wow, ich habe ein ganzes Paket Kaugummi. Wenn es so einfach wäre. Ja, und hier ziemlich verdächtig halt, ne? Am Krokodil, die Krokodilszunge können wir ziehen. Na, lecke Krokodilzunge. Nun, das ist schlichtweg falsch. Na gut, dann ziehen wir halt dran. Und siehe da! Wer bist du und wie konntest du einfach so erscheinen? Ich bin mit dem zweiten Gesicht gesegnet. Erfahren im Umgang mit den Kräften der Natur, zum Wohle aller, die durch meine Tür treten. Du bist Modeberaterin. Ja, aber das war nicht das, worauf ich mich bezogen habe. Ich bin eine Voodoo-Priesterin. Schick. Du bist ein Herbsttyp, nebenbei bemerkt. Ein Herbsttyp. Kenne ich dich nicht von irgendwoher? Wir kennen uns beide seit langer Zeit, Guybrush Threepwood. Du hast viel durchgemacht, daher ist es verständlich, dass du mich vergessen hast. Wir haben uns auf Mealy Island getroffen, als du das erste Mal versucht hast, Pirat zu werden. Warte eine Sekunde. Sind wir dabei, eine dieser Rückblenden-Geschichten zu machen? Die machen mich immer ganz krank. Nein, ich werde mich kurz fassen. Ich habe dir zweimal geholfen, den bösen Piraten LeChuck zu besiegen. Zuerst durch das Bereiten der Voodoo-Anti-Wurzel. Ich fange an, mich zu erinnern. Und dann noch einmal durch meine Hilfe bei der Anfertigung einer Voodoo-Puppe von seiner Zombie-Gestalt. Das stimmt. Genau. Du hast mir schon so oft geholfen und ich kenne nicht einmal... Du hast mir schon so oft geholfen und ich kenne nicht einmal deinen Namen. Ich bin unter vielen Namen auf vielen unterschiedlichen Inseln bekannt. Aber Namen sind nicht von Bedeutung. Du solltest das wie kein anderer wissen, Guybrush Threepwood. Ja, du hast recht. Hey, machst du dich über mich lustig? Daran würde ich nicht einmal im Traum denken. Wieso, wir haben doch nur den einen Namen. Junge, ich habe viele Geschichten. Junge, habe ich viele Geschichten, die ich dir erzählen muss. Geschichten? Ja, nun, ich spüre eine große Erschütterung der Macht. Ich muss gehen. Aber ich muss dir von LeChuck erzählen und von Elaine. Ich werde jetzt in einem großen Lichtblitz verschwinden. Bedecke deine Augen. Nein, warte. Es hat alles auf Dinky Island begonnen. Ich wusste, dass LeChuck nahe war. Ich werde hier verschwinden, jeden Moment. Okay, keine Geschichten. Netter Laden. Gefällt mir, wie du ihn eingerichtet hast. Danke. Du musst es durcheinander entschuldigen. Die Kinder sind vorbeigekommen, um mit ihren Papier-Voodoo-Puppen zu spielen. Es sind so liebenswürdige Kinder. Möchtest du ein paar Bilder sehen? Oh nein. Nein. Bei allem, was mir heilig ist. Ich kann mir nicht so... Nein. Vielleicht später. Ja, dafür ist jetzt nicht die Zeit. Ich fühle, dass etwas Schreckliches passiert ist. Hey, du bist gut. Etwas Schreckliches ist geschehen. Ich habe Elaine endlich einen Heiratsantrag gemacht. Jo. Gratulation. Das klingt nicht so schreck. Und als ich ihr den Verlobungsring auf den Finger steckte, wurde sie mit einem schrecklichen Piratenfluch belegt und für alle Ewigkeit in eine massive Goldstatue verwandelt. Ach, das erklärt alles. Ich wurde von einer Welle überwältigenden Hasses und Zornes getroffen.
Ja, dieser LeChuck war ein ziemlich mieser Kerl. Ich sprach über Elaine. Es bleibt keine Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen. Wir müssen uns beeilen. Keine Panik, Guybrush. Sie ist sicher, bis wir den Fluch brechen können. Du solltest dir nur Gedanken darüber machen, dass sie gestohlen werden kann. Wo hast du sie versteckt? Gut, die 10 Minuten sind rum. Wir sehen uns im nächsten Teil. NRW 18. Adieu.